Grüßt euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren 3.10 PTU-Runde mit ein paar Jungs hinter mir. So, da, das ist die Pharaoline. Grüß dich, Pharao. Das ist schön, dass du dabei bist. Ja, mit ein paar Jungs, genau. Genau. Und dann haben wir noch den Space Tokar, der ist auch mit am Start heute. Hallo. Dann ist noch der Blackness mit dabei. Der ist allerdings noch mit Intercom mit uns verbunden. Der kommt gerade aus Hörsten. Der hatte noch einen anderen Auftrag. Der ist unterwegs. Grüß dich. Hallo. Dann ist noch der Index mit dabei. Hallo. Hallihallo. So, und dann haben wir noch den, wen habe ich vergessen? Ragon, ne? Ja, hallo. Genau, den Ragon. Den haben wir auch. Das ist die andere Dame hier. Warte, ich will das auch machen. Ist das immer noch Alt-X? Ja, aber du hast keinen Helm auf. Ja, da ich passiert weiß. Das nicht. Ich setze ihn gerade auf. Das dauert immer. Der steckt ihn immer ganz schnell weg, aber aufsetzen tut er dann irgendwie nicht. Ja, wo es Mobiglas geht's viel schneller. Na gut. Wieder aufzusetzen. Zack. Jetzt lass uns das alle dreimal gleich machen. Ja, er setzt nicht auf, ne? Jetzt doch, hast jetzt, du jetzt hier. Okay, und los. Eins, drei. Das ist das geheime Zeichen, ist das. Das ist wischiwaschi. So, wir werden heute auf jeden Fall mal ein paar Turrets testen. Wir werden anfangen mit der Valkyrie, werden uns dann eine Piratenbande suchen, die werden wir dann sowas von easy zerschnetzeln mit unseren Turrets. Wenn wir das gemacht haben, sind wir damit zufrieden, dann werden wir zurückkommen, werden uns eine Carrick nehmen, werden das gleiche nochmal mit der Carrick machen. Ja, muss ja auch klar sein, dass wenn man mit der Carrick auf Expedition Tour ist, dass man da auch sicher ist, wenn man die Turrets benutzt. Ne? Das werden wir dann auch testen. Und zu guter Letzt werden wir noch ein anderes Vehikel testen. Das verrate ich aber noch nicht. So, gut, dann würde ich sagen, rufen wir uns eine Valkyrie. Ich rufe eine. Leute. Ne? Also, nicht jetzt jeder. Ich brauche ein paar Leute an Bord. So, wo ist sie denn hier? Die Envil Valkyrie. Da ist sie. So, die war ja in der 3.9, beziehungsweise in der 3.9.1, war das ja noch eine Vollkatastrophe, das Ding. Das haben wir ja mal mit der Offensive benutzt, mit den Bodenfahrzeugen. Und wir haben ja kläglich versagt. Das wird nun anders sein. So, B09 steht da. Denn jetzt haben wir ja die neuen Turrets und ich glaube, die sind jetzt richtig geil. Die Valkyrie hat insgesamt 4 Turrets, einen oben, einen unten und 2 Remote-Turrets. Das heißt, du läufst falsch, Sitko. Ich lauf falsch, du hast recht. Naja, so falsch ist es ja nicht. Hätte ja auch außen rumlaufen können. Ja. So, aber gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, genau. Also jetzt zwei Remote-Turrets. Remote-Turrets, die werden... Ja, die werden benutzt. Kommt noch wer? Über einen Monitor. Und die anderen beiden Turrets, da sitzt man wirklich physisch drin. Ich würde einfach mal beide testen. Ne? Einfach mal gucken, wie das aussieht. Und einer wird fliegen. Wer von euch ist ein guter Pilot? Ich kann das machen. Okay, macht Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Du kannst von mir aus, Space Talker. Ist schon gut. Du bist auch ein bisschen weit weg, um jetzt Pilot zu spielen. Eben, das meine ich halt damit. So, und ich würde schon mal irgendeine Mission annehmen. Mal gucken, ob ich was habe. Und zwar haben wir keine Bounty, wir haben aber Eliminate No Riders Nest. Das ist doch ganz gut, oder? Ja, das mehrere am Stück dann. Alles klar, dann machen wir das. Oder ECN Alert, können wir auch machen. Wollen wir das machen? Ah, komm, machen wir ECN Alert. Yeah! ECN Alert, ole ole! So, ich schere. Scheren. Ja, so, und dann kann der Pilot schon loslegen. So, dann würde ich, seid ihr schon, wo seid ihr denn alle? Ich bin im oberen Turm. Oh, ah ja, okay. Ragon ist im oberen Turm. Der Space Tokar fliegt. Der Fahrer, sind wir schon überhaupt schon alle an Bord? Ja, ne? Also die Valkyrie hat unten noch einen Turm und an der Seite noch zwei Remote-Turrets. Genau. Pharao, willst du erstmal in den unteren Turm? Da musst du einmal, da brauchst du hier nicht hoch, da musst du einmal da durchgehen. Ja, mach ich das. Irgendeiner tritt mir gerade auf die Füße. Ja, ja, okay. Ich. Sorry. So, ich gehe einmal in so einen Remote-Turret. Und der Index, wo bist du? Ich bin genauso noch auf dem Weg zu Crusader, zu Port Alisa.
Ach so, du bist auch noch unterwegs. Alles klar. Gut, dann haben wir hier erstmal ein Turret weniger besetzt, als wir Mannschaft sind. Aber ich glaube, das ist überhaupt gar kein Problem. Blackness und Sitko. Ja. Ich bin da, in Crusader. Ah ja, dann können wir dich ja noch abholen. Dann könnt ihr mich schon mal einladen? Würde ich sagen, machen wir einfach einen Spacewalk. Was hältst du davon? Er hat wahrscheinlich noch keine Einladung, so wie es aussieht. Yep. Ah ja, okay. Dann lade ich dich noch kurz ein. Mhm. Blackness, Invite to Jesus Party. Christ. Das geht ja richtig ab hier, das Ding. Hast bekommen? Akzeptiert. Sehr gut. So, jetzt mal, warum ist denn das so dunkel hier bei mir? Ist alles so dunkel. So, Bärenbauchnabel halt. Jetzt nicht unbedingt unangenehm, aber. So, jetzt können wir auf jeden Fall auch mal gleich den Drecks-Chat wegmachen. Der ist mir noch an. So, und dann würde ich sagen, holen wir erstmal den Blackness ab und danach machen wir uns dann auf zum ECN-Alert. Ich bin jetzt bei Jella. Das ist gut. Der kann uns hier anspringen. Space, kannst du ihn sehen? Oder kannst ich komme jeden Moment aus dem Quantum. Du kannst uns sehen, ja? Ja, Blackness ist 500 Meter. Ich sehe euch, ja. Ja, sehr gut. Was ist mit unserem Index? Der ist noch 42 Millionen Kilometer weg. Oh ja, das ist ein bisschen weiter. Okay. Genau, der stößt dann bei der zweiten Mission zu uns. Und bei der dritten, da brauchen wir dann jeden Mann. Da, jeden Mann und jede Frau bitte, ja? Denkt dran, das ist ballistischer, nicht genau, nicht zu viel ballern hier. So, dann können wir mal gucken. Wir sitzen auf jeden Fall jetzt hier. Das ist natürlich jetzt noch nicht der Remote Turret. Ja, hier sehen wir ja noch nichts. Wir müssen das ganze Ding natürlich noch anmachen. Ne? Das machen wir hier. So. Und dann müssen wir das ganze Ding noch entern. So, und das machen wir hier. Gibt es natürlich auch einen Shortcut. So, und jetzt haben wir hier auch richtig geil das neue HUD. Ne? Mit den ganzen Höhenmetern. Und so alles, wie wir es gewohnt sind. So, und jetzt sagt mir mal einer, was ist der Gyro-Mode, was ist Draggert, was ist ESP-Active und was ist Relative-Mode? Und bitteschön. Also der Gyro-Mode... Also Gimbal ist... Ja, mach du. Ja, der Gyro-Mode, wenn der eingeschaltet ist, kann das Schiff sich bewegen und der Turm bleibt auf der Position praktisch. Gut, will ich. Ja. Genau. Also du bewegst dich nicht mehr mit dem Schiff mit, sondern du bewegst dich unabhängig vom Schiff und wirst nicht mehr weggezogen vom Ziel, wenn du eins anvisiert hast. Okay. Und gibt es eine Situation, wo das eine dem anderen vorgezogen werden kann? Weil ich finde, das unabhängig von Schiff ist doch eigentlich immer besser, oder? Ja. Finde ich auch. Eigentlich schon. Ansonsten, wenn der Pilot eine Steuerbewegung macht, verzieht sich ja dann Turm. Okay. Gut, Straggart, das ist praktisch dieses Abwechslung, aber das gibt's glaube ich hier nicht in diesem Turret. Bei den ballistischen gibt's das nicht, ne. Genau, weil das da... Das struggled. Struggled, ja genau. Struggered. Okay. So, was Relative Mode ist, das habe ich irgendwie noch nicht rausgefunden. Und ESP, da musste ich mich schon böse Beschimpfungen in meinem Chat anhören. In meinen Kommentaren, dass ich das nicht weiß. Aber ich habe es, ehrlich gesagt, schon wieder vergessen. Das ist irgendwie, warte, ja. Obwohl, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, glaube ich. Das gibt es ja auch beim normalen Schiff. Ist das ESP nicht eine Flughilfe, einfach eine allgemeine Unterstützung? Eine Zielhilfe. Eine Zielhilfe? Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die funktioniert. Ach, stimmt, ja. Wie gesagt, ich kenne das nur beim Auto. So, also passt auf. ESP ist Enhanced Stick Precision. Das ist eine verbesserte Stick-Präzision. Also eine Zielhilfe. Oh. Und das heißt, wenn du keinen Stick hast, brauchst du das auch nicht. Denke ja, würde ich jetzt sagen. Ne? Aber ich habe einen, deswegen. Genau, und dann haben wir ja unten hier noch diese Leiste, die man mit dem Mausrad hoch und runter drehen kann. Das dürfte die Drehgeschwindigkeit sein des Turmes. Wo seid ihr denn? Ja, das funktioniert aber immer noch nicht. Das funktioniert noch nicht. Nee, es ist wirklich immer das Gleiche, egal was du machst. Naja, funktioniert noch nicht. Blackness, wir sind 100 Kilometer von dir entfernt. So, und wir haben hier natürlich jetzt auch die neue HUD überarbeitet. Und wir haben hier vorne diesen Pfeil. Und ich finde, ohne Mist, ich finde dieses neue HUD mit dem Zielsystem, ich finde das top. Ich finde das mega. So gut geworden. Ja, auch wie sich dieser Pfeil oder das Fadenkreuz immer so... Wie sich das ändert, ne? Viel schlanker, genau. Viel schlanker. Sieht
ganz als würdest du, als würdest du so einen wirklichen Pfeil hin und her schieben. Ja. Ja? Mhm. Mit Spitze. Und ich glaube, dieser kleine Kreis mit dem Schnupsi dran, ne? Der da, fängt ja schon wieder an. Ja, ja, aber ich glaube, das zeigt die, die Schiffsfront. Genau. Das denke ich die auch. Die Flugrichtung, also die, ja, die Spitze. Ja, das ist halt. Stimmt. Da ist er vorbeigeschossen. Ist uns zu schnell. Ja, und wir kommen immer noch nicht aus dem Remote, können wir nicht in die Außenansicht, da müssen wir erstmal reingehen und dann können wir raus. Ja, muss man noch üben. Ja, er fliegt ja mit einer Reliant Core. Das Reliant Core ist ein bisschen schwierig. Und Holters. Aber jetzt geht es jetzt alles wieder mit dem Fliegen? Alles tippitoppi. Ja, sehr gut. Es war ein Fehler vorhin irgendwie. Ja, es ist ganz oft so, wenn man denkt, was ist hier los? Was ist mit meinem Rechner los? Es hat mit deinem Rechner meistens nichts zu tun. Ja, leider. Also nein. Ist ja gut, danke. So, dann kommen wir schnell rüber, damit wir unseren ECN-Alert noch retten können. Dein Schiff, das holen wir nachher wieder ab. Ja, ja, das kann hier gestohlen werden. Das kann gesalvaged werden. So. Space, machst du die Klappen auf. Genau. Warte. Die Knöpfe sind auch vertauscht. Weiß jemand, wie aussteigen? Z. Z. Normalerweise Z. Ansonsten mit F umgucken, irgendwo müsste Exit stehen. Ja, ja, aber du kannst doch auch diesen Emergency Exit, den liebst du doch so, Sitko. Wie war der denn noch? Shift U, ne? Es war mal Shift U, ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt immer noch. Ja, aber meiner hat keine Emergency. Ja. Doch, das macht er. Das ist kein. Kein schnelles Eject. Das ist. Mit alles ausmachen und raus aus dem Sitz. Oh. Ich glaube, ich habe einen Bug, wo ich nicht mehr aussteigen kann. Glaubst du nicht? Ja, vielleicht musst du erstmal. Du bist in der Reliant Core, das heißt, du musst erstmal deine Position ändern, sonst genau. Kannst du nicht aussteigen. Du musst erstmal Landefahrwerk ausfahren oder mal K drücken. Ja, genau. Anstelle von J musst du jetzt K drücken und dann kannst du aussteigen. Also die Drehung ist schon richtig so. Der Gang ist offen. Aber jetzt muss ich nur noch aussteigen können. Ja, jetzt! Yeah! Ich bin frei! Jetzt steht er auf. Also landen muss man. Genau. Toll. Ja, weil wenn das, im Fliegen wenn das. Nicht aussteigen. Wenn das, ja, nee, das, du kannst auch nicht aussteigen, weil sich ja die ganze Kuppel dreht und dann hast du im Prinzip keinen Platz, irgendwo hinzugehen. Doch, du hast ja hinten die Betten und so. Ja, aber nicht im Fliegen. Aber nicht im Fliegmodus. Nicht im Flugmodus. Da kommst du nicht raus hinten. Bist du drin oder draußen? Ich liege auf der Nase gerade. Gut, dann würde ich sagen, ich bin drin. Los. Bist du drin? Okay, dann machen wir wieder zu. Oh, wie sitzt denn du da im Turret? Oh Gott. Sitko, das müsstest du filmen kommen. Wie Faromi im Sitz steht. So, okay, dann gucken wir das kurz an. Wir sind eh noch nicht. Das musst du dir anschauen. Du gehst dann in den rechten, ne? In den rechten Remote Turret. Das ist deine Position. Ich bin halt gelenkig. Ja, extrem. Ich kann es mir schon fast vorstellen. Der Kopf ist wie ein Dämon gedreht. Dreht er sich auch die ganze Zeit? Also wenn er hin und her schaut, dann sieht es witzig aus, also mit dem Turret. Vor allem nach unten und nach oben. Ja. Ich sehe ihn nicht. Ne? Er sitzt am Stuhl. Bei mir ist er unten richtig im Turret drin. Ach schon. Ist das für ein Anzeiger? Bei mir sitzt er oben. Also wir brauchen eine neue Mission, Leute. Ja. Die ist failed. Okay. Das ist failed, genau. Ah ja, okay, dann haben wir zu lange gebraucht wahrscheinlich. Dann wurde der abgeschossen. Ja, wahrscheinlich. Gut, ich versuche eine neue. Nicht geschafft. Ich habe gerade einen neuen ECN dort geteilt. Ach so, hast du schon, ja? Okay. Ja, gerade im Moment. Mhm. Angenommen. Der Dragon hat seine Hände vor den Augen gehabt. So, die Hände das Auge verschließt. Das gehört so. Ja, genau. Ich mach mal Screenshots, dass ihr das später seht. Die
Kannst du dich nochmal drehen? Ja, genau so. Perfekt, danke. Und jetzt noch von Faromi. Index, du sagst einfach Bescheid, wenn du dann da bist, ne? Kannst dich einfach dann auf PO verorten und da kommen wir dann eh zurück. Genau. So, bist du unterwegs? Jo. Alles klar, Leute. Alle auf Gefechtsstation. Ist noch ein Turret frei? Black packt den Fotoapparat weg. Rechts neben mir die Remote-Turret ist frei. Oben? Muss ich die Treppe rauf? Du musst die Treppe rauf, ja. Rechts. So, yes. Und da musst du Power anmachen und dann Enter Remote-Turret und dann bist du drin. I know. So, dann lass uns mal das, die Klamotte mit den Pinnen machen. Obwohl, ich denke, das wird nur... Obwohl, wenn das ein ECN-Alert ist, dann können da mehrere. Du kannst es ja mal versuchen, ne, Space? Also ich kann es ich kann's nicht versuchen. Ja, genau. Ja, ich muss aber gestehen, ich habe keine Ahnung, wie im Moment die... If you can keep them off us a little longer, we'll finish as fast as we can. Alt 1... Oh. Damit sehr schön 1 Ping, mit Alt 2 den 2 Ping, mit Alt 3 den 3 Ping. Okay. Und dann 1, 2, 3, um die jeweiligen Ziele ins Target zu nehmen. Du kannst aber auch direkt aufschalten mit T wie Target. Haben wir Gegner? Ja. Da ein roter, da sehen wir doch schon. Wo genau? Eine Conny ist das ist hier, eine Constellation. Oh, geil, ey. Ich treffe. Freunde. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie das geht. Ich habe es leider noch nicht testen können. Was ist das für ein roten Strich? Boah, die macht aber, die Gatling macht aber ganz schön Dampf, ey. Ich sehe überhaupt nichts. Aber Feuer. Hallo. Feuer. Mal locker eine Conny zerlegt, ey. Eine Frage, habt ihr automatische Zielhilfe oder müsst ihr alles selbst zielen? Du musst die anpinnen. Nein, du musst die targeten. Ja, und das geht unter Alt. Alt und was? Oder ich glaube mit 4, das sind die nächsten Feinde in der Umgebung. Ja. Boah, ja. Alter. Die Remotes, die machen ganz schön Feuer, ey. Siehst du echt nix? Die gehen ab, ja. Boah, aber wie schnell man so eine Conny zerlegt, ne? Boah. Ey, aber so macht das Turret Gameplay doch echt Bock, ne? Und jetzt ist die Valkyrie auch echt ein cooles Schiff geworden. Noch eine? Freelancer? Ja. Juhu, absolut. Noch eine. Elric? Ja, nur das Fahrkreuz muss grün werden, oder? Dann ist das im besten Fall, genau. Ja, genau. Aber es reicht aber auch, wenn du das in der Nähe hast. Das ist dieser weißen Kreis sozusagen. Ja, ja, eigentlich boah, schon. Mit, nice. Noch ein Gegner? Ja, sag das, mal ehrlich jetzt. Das ist gut, ey. Was ehrlich jetzt? Noch ein Gegner meinst du, oder? Ja, es ist die Endalert, sind immer mehr. Ich glaube, es ist aber der letzte. Noch eine Conny. Naja, die spawnen immer wieder. Aber zuppelt ganz schön. Ja. Vorsicht, Asteroid. Ja, ja. Gesehen. Die armen Piraten, die können schon fast leid tun. Könnt ihr mal probieren, ob ihr Sachen anvisieren könnt? Das war glaube ich 2, ne? Oder? Womit war das? Mit den neuen weiß ich es jetzt leider nicht, mit dem neuen System. Was ob wir was machen können? Subsystem, also unter. Die Engines. Triebwerke zum Beispiel. Genau, das sind ja bloß Triebwerke. Aber ich habe halt auch noch nicht meine ganze Steuerung darauf umgestellt, deswegen weiß ich nicht, ob... Ja, das lohnt sich ja auch nicht hier im PTU, das ist ja... Das kann sich alles noch wieder ändern, also das machen wir... Eine Frage. Das machen wir... Was denn? Wie kann man den Gyro-Mode anschalten? Mit G. Danke. G wie Gyro-Mode. Yes. G wie Gyros. So, dann würde ich sagen, ab zurück nach PO.
da fliegt man nach PO zurück. Genau, fliegt nach PO zurück. Also die Valkyrie hat auf jeden Fall mit Bravour bestanden, würde ich mal sagen. Mhm. Ich meine, wir haben in der Zeit jetzt 4 Connies zerlegt. Ja, das ist wirklich schon geil. Meine Frage, was über dem roten Strich, über den unteren roten Strich, gibt es so eine Leiste mit gestrichenen Linien. Wenn man da S und W drückt, dann bewegt sich das hin und her. Ja, das geht noch nicht. Das ist so, soll so ein bisschen. Ach so, beim Turm ist Sport. Das soll so ein bisschen die Geschwindigkeit, die Empfindlichkeit der Maus einstellen oder des Joysticks, wenn du hin und her schaltest. Ne, es kann aber auch sein, warte mal, ich schalte mal den ESP-Mode aus, dass vielleicht nur geht, wenn der ausgeschaltet ist. Nee, da merkst du noch nichts. Es soll eigentlich was mit der Empfindlichkeit zu tun haben, glaube ich, aber irgendwie merkt man da keinen Unterschied. So, wir können übrigens. Oh, du, lass uns nach Fehler fliegen. Index, du. Oh, Index ist raus. Der hat auch gerade die Party gelieft. Ach, schade. Wahrscheinlich ein Crash oder sowas. Ja, ich glaube auch. Er ist auch komplett raus aus Discord. Ja, vielleicht auch. Und, ja, aber gucken, ja, PC-Absturz wahrscheinlich. Bestimmt gleich Button? Wiederkommen. Also bei den Keybindings steht gar nichts mehr von Sub-Targets. Doch. Wo denn? Du musst jetzt den zweiten Reiter benutzen. Ach, ja, stimmt, da sind jetzt zwei, ne? Ja, es gibt einmal Targeting und einmal Cycle-Targeting. Okay. Und da ist das ganz unten, die letzten drei Zeilen. Nummer 8, also mit 8 ist es. Ja. Subtargets. Okay. Subtargets sind aber nur die Main Engines bis jetzt. Normaler, das sind jetzt ist zur Zeit, ja. Also später sollte es ja noch. Die Turrets und sowas sein, ne? Turrets, Cockpit eventuell oder. Ja, genau. Wisst ihr was auch? Schildsysteme oder sowas. Wisst ihr auch, was mega geil jetzt ist? Dass zum Beispiel jeder sagen kann, auf 120 ist ein Feind. Ja, auf jeden Fall. Und jeder weiß, auf 120. Das Problem ist nur, dem Piloten nützt das nichts. Weil der hat leider noch dieses Radarsystem. Genau, aber der Pilot, der pinnt ja dafür. Und das ist ja dann noch geiler. Der Pilot muss ja nur das Ziel, sag ich mal, im Visier haben und danach die Turrets ausrissen. Und die Turrets müssen sich halt irgendwie dadurch kommunizieren. Ich glaube, das ist schon echt ganz cool. Ich finde es super. So. Leiterfrage ist gestellt. Und einfach gehalten. Es gibt nur rauf und runter die Zahlen. Das ist schon sehr einfach. Das ist echt gut. Also was sie damit gemacht haben, ist. Du hast doch in deinem letzten Video angemerkt, dass du diese neuen Dreiecke nicht so toll findest. Ja, jetzt finde ich es aber richtig geil. Ja, besser geworden. Weil sie jetzt leuchten. Ja, ich finde es perfekt so. Ich finde es richtig cool. Ich hoffe, ich lasse es so. Welche Dreiecke? Die jetzt. Wenn du Gegner andere Schiffe, da hast du ja jetzt nicht mehr dieses. Ach so, ja. Raute oder Dreiecke oder sowas, das vorher gewesen ist, sondern jetzt hast du solche kleinen leuchtenden. Mhm. Genau. Ja, das macht halt schon viel aus, die hat oder an, also. Wir sind hüpfend gelandet. Sehr schön. Steigen wir um? Wir steigen jetzt um in der Pharao oder Space. Willst du wieder fliegen, oder? Ich kann wieder fliegen, ja. Hast du eine Carrick? Ich habe eine Carrick und die ist auch mit einem Pontes ausgerüstet und mit überall Rhinos dran. Ja, sehr gut. Besser geht's ja gar nicht. Dann werde ich jetzt eine M50 holen für den Hangar und die wird dann einer übernehmen, wer Bock hat, der kann dann noch mit der M50 wieder starten und ein bisschen mitkämpfen. Ja. Du musst schon runterlaufen, Black. Hey! Vor der Nase die Tür zu klappen. So. Ach ja, ich hab gehört, bei den Leitern kann man mit Shift runter sliden. Kannst du runter sliden. Wenn du rückwärts an die Leiter hinläufst, dann fällt der einfach runter. Geht ja, okay. Aber es ist schon krass, ne? Was man mit Kleinigkeiten, wie jetzt das Turret-Gameplay, ja, und dieser Trading-App, die jetzt dazugekommen ist, das sind ja wirklich nur so ganz, ganz Kleinigkeiten, ja? Was man da auf einmal für einen Multiplayer-Game-Spaß mit hat. Absolut. Ne? Also du kannst jetzt wirklich die Schiffe benutzen zusammen, du kannst Geld teilen bei Trading-Aktionen, wirklich total geil. So allgemein. Oder stoßt du dein Schiff ein? So, was hast du? Stoßt du dein Schiff ein? Ja. Dann gut, dass du es sagst. Dann mache ich das auch gleich mit Reliant.
Aber allgemein, dieser Patch finde ich so genial. Also, der macht so Spaß. Schiff steht jetzt, ne? Brauchst du nicht sagen, nein. So, dann werde ich mal die N50 nehmen und warte dann auf die Carrick, bis sie dann da ist. Da ist es schon. Also dann, wir dann fliegen bloß etwas weiter raus. Offen ist. Da. Weil auf dem Landepad ist es doch genau. Unwitzig da. Und der Hangar offen ist. Nee, aber das Foto stellt uns wieder ein, wenn du zu lange brauchst. Ah, okay, dann fliegst du erstmal los, ja, okay. Ich flieg kurz raus und dann... Kann man mittlerweile schon im Flug landen eigentlich? Soll ich mit dir kommen, oder was? Naja, alle, die Carrick. Wollen wir das mal testen? Also, ja, du kannst im Flug landen, du musst aber unbedingt die Kabeln, sonst explodiert das Schiff. Ah, okay, dann machen wir es nicht. Und es darf niemand vor dem Hangar und niemand hinter dem Hangar stehen, sonst stirbt der wahrscheinlich. Okay. Weil das Schiff für ihn dann praktisch durch die Hülle glitscht. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch mit Chip-to-Chip-Docking und so. Das ist eine Sache, die wird dann gelöst werden. Ja, ne, du musst ja Geschwindigkeitsanpassungen machen und sowas. Ja, genau. Ich würde es auch okay finden, wenn es letztendlich mit einem Leitstrahl gehen würde, weißt du? Also wäre auch in Ordnung. Boah, die haben es aber poliert, hey. Junge, Junge. Davon aus, aber nicht. Origin. Weg. So, mal sehen, ob meine Panels jetzt wieder funktionieren. Gestern hatte ich hier keine Displays gehabt. Da konnte ich keinen Fahrstuhl bedienen. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, immerhin sind diese lauten Maschinengeräusche im Fahrstuhl weg. So. Na, passen ja sowieso die Steine. So, und ich glaube, die M50, die ist eigentlich ein ganz, ganz neckischer Dogfighter, ne? Ist jetzt nicht unbedingt gegen die Conny, aber die musst du erstmal kriegen. Die musst du erstmal treffen. Ja. Aber mit dem neuen System triffst du die eigentlich relativ gut. Also zumindest bei NPCs, ne? Ja, aber mit Fixwaffen hast du da schon Schwierigkeiten. Ja, gut, wenn okay. Mit Fixed. Wenn du zum Beispiel mit dasselbe, mit Fixwaffen, also 4 Size 3 Messdriver, dann kann es sogar sein, dass du mit eigenes Size unterlegst. Sind alle an Bord? Thank you. Doch nicht. Ah, die ist auch nicht mehr so agil, wie sie mal war. Nee, die rollt zwar immer noch schnell, aber nicht mehr so wie in der 3.9. Da war das ja wirklich, ja, was ja... An Bord. Okay. Wir heben ab. Gibt's einen Trick, um in den Motor einzusteigen? Der will bei mir irgendwie nicht. Du musst mehrmals gucken, dass der Sitz ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Ja, ich hab's jetzt. Ah, okay. So, Sitko, ich mach oben auf. Alles klar. Ich muss bloß den Knopf finden dafür. Oder gibt's den noch nicht mehr hier? Nee, ich glaube, ich kann den also als... In der Tastenbelegung nicht mehr. Muss ich halt neu belegen wieder. Aber ich habe es gefunden. Sollte jetzt aufgehen. Dann kann ich gleich mal noch das Fahrwerk einfahren. Das ist auch jetzt aber sehr merkwürdig mit dreimal drücken. Ne? Also... Ja doch, du musst es reinpassen. So, mal gucken, ob das so passt. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Nicht schießen, Mensch. Ja, vor allem nicht der Remote. So, wunderbar. Okay, dann mach ich wieder zu. Jo. Der Remote funktioniert jetzt. Für den Cock. Der hat seinen eigenen Sitz. So. Was willst du für eine Mission haben? Lass mal gucken, was haben wir da? Haben wir Claim-Jumpers oder sowas? Bestimmt. Wenn's was gibt jetzt hier irgendwie. Oder wir machen... Ja, aber immer nur eine Mission, leider. Nicht mehr 4 wie sonst. Aber ich glaube, Claim-Jumpers, die sind eher bei... Wir sind bei Delamar, ne? Bei den Reststops. Ja. Wenn wir die hier jetzt annehmen, dann sind die immer relativ weit weg. Mhm. Komm, dann machen wir Eliminate Lowriders Nest. Oder komm, wir machen nochmal einen ECN-Alert. Können wir auch machen. Ne, dann haben wir wieder die Connies, dann haben wir auch einen direkten Vergleich. Das ist auch eine gute Sache. So, ich nehme an. Und würde sie teilen, wenn sie dann da ist. Oder hat einer schon eine angenommen? Ich habe schon eine angenommen. Achso, dann Teildose. Teildose. Warte. Ich
accepted. Achtung, Stärke ist raus. Mhm. Jo. So, ich muss auch gucken, was ist. So, einer von euch kann dann, wie gesagt, die Origin nehmen. Ne, du, Space, du steuerst ja, du hast so ein bisschen die Kontrolle über den Hangar und so. Du bist ja schließlich der Captain. Und ich würde mich jetzt in ein Turret begeben. Die Turrets sind im unteren Deck, dritten, ne? Im dritten. Also, die seitlichen sind im dritten? Subdeck, ne? Das ist der untere Turm. Ach so, gibt es, die, ach, gibt es mehrere? Gibt es unten auch noch einen? Ah ja, cool, nee, dann kann auch einer noch in den unteren Turm. Da bin ich schon drin längst. Sehr gut. Und die anderen sind hier in dem, wo der Hang, wo das Hangar-Modul ist? Ja, genau. Ah, okay. Ja, man nutzt die halt nicht, ne? Weil vorher waren sie halt all. Da hat man nie die Turrets benutzt. Ich habe ja gesagt, ne, vorher war es so, weg in Turret. Ja, gut, ich gehe rein. Und jetzt, wer geht in Haus? Ich. Ja, haben sie gut gemacht. Ja, voll. Bisher. Ich finde das auch, das Design von der Carrick, von den Turrets, finde ich auch so geil. Ne? Diese Ball-Turrets sind echt schon mega gut. Ja. Oh, ist ja sogar schon an. LOL, im Schiff sind Quantumpartikel. Was? Schmeiß sie raus. Unglaublich. Ich versuch's. So, auf jeden Fall wieder den Büro-Mode anmachen. Mein Schiff ist nicht. So, und hier können wir jetzt das Struggard sehen. Das ist jetzt zum Beispiel gleichzeitig. Und wenn wir jetzt Struggard anmachen, wie weiß einer, wie das geht gerade? Über die Knöpfe. Was? Es gab auch Switch, eine Taste. Switch Fire Mode heißt das. Probier mal V. Nein. Ah ja, V? Ja genau, V geht auch. Dann geht er so abwechselnd. Was, ne? Was ich gerade rausgefunden habe, wenn ihr C haltet, da konzentriert sich der Turm automatisch auf den Mittel, auf das Cockpit praktisch. Also nach vorne. Ah ja, geil. Was bei welcher Taste? Wenn ihr C drückt, dann geht er automatisch, dann allein er sich praktisch. Thanks. Voll gut. über was man sich so freut, ne? Steht auch ganz groß da, ne? Aligning steht da. Ja. Und piept auch noch. Unterwegs. Obwohl ich glaube, Aligning ist nicht zum Cockpit, sondern einfach gerade auf die Nullstelle. Genau. Genau. Ja, ne, wenn ich mich jetzt hier drehe und V drücke, wohl in außen geht es nicht, dann. Also ich zentriere mich nach hinten. Okay. Ja, genau. Ich zentriere mich nach hinten, Leute. Ja. Und ich mich auf die linke Seite vom Schiff. Ja, wir haben ja hier sogar, wir haben ja 4 Turrets hier dran an dem Ding. Ja. Tja. Geil, ich dachte, es sind nur 2. Mega. Aber es sind nur 3. Ne, jetzt sind alle 4 belegt, so wie es aussieht. Ja. Richtig gut. Ja, der Index ist nicht wieder aufgetaucht, ne? Ja. Okay, geht los. So. Da ist einer. Schießt ihn ab. 4. Da. Er ist gepinnt. Ah ja, ich sehe sogar deine Pins. Aber das ist noch zu weit weg. Ah, jetzt ist er da. Oh. Das ging ja schnell. War das wieder eine Conny? Das war eine, wie heißt sie schon wieder? Genau. Ich glaube, hinter uns ist ein Ziel. Oh. Das ist eine Katze. Alles klar. Genau. Das lag mir auf die Zunge. Du schießt auf uns. Oh. Rechts. Oben. Zahlen, gewöhnt euch vielleicht ein bisschen gleich an die Zahlen. Schon geil. So, haben wir noch einen? Also bis jetzt ist nichts Rotes aufgetaucht. Wir sind auch schon am Ziel, ja? Der Typi, den wir beschützen sollen, ist schon... Jetzt der nächste. Ah, das mit dem Align ist echt super. Oh, ist eine M50. Okay. Protect Civilion. Nee, das ist eine Backe hier. Jo. Okay. Ach, dann habe ich... Boah. Was war das denn? Hier war mal noch eine Backe hier. Oder...
Irgendwas ist doch hier vorbeigeflogen. So, das gibt doch eine Ja! Ich weiß nicht, ich hatte jetzt eine M50 als. Aber es kann auch sein, dass das Schiff im Anker anvisiert hat. Boah, und tschüss. Noch einer. Boah, macht das Bock jetzt, ne? Absolut. Ich will nur noch in den Turret sitzen. Ist schon geil gemacht jetzt. Also kann ich die nicht. Ja, okay. Also normalerweise kann ich die da nicht an. Was ist das für ein Schiff? Freelancer. Okay. Aber nur normale. Ja, that was close. Es war eine Freelancer. I'm not done with you yet. Das wird gar noch schmerzen. Hä? Schießt der auf uns? Wir werden aber noch geschossen. Ja, ja, irgendwas schießt er noch. Ja, okay. Wahrscheinlich haben wir den angeschossen. Wahrscheinlich, ja. Ach so, okay. Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Ragon sagt gerade hier, Pharao, kannst du die mal runterziehen? Wen kann ich runterziehen? Ragon und Index. Ja, okay, alles klar. Danke. Ach ja, sie sieht ja den Channel nicht. Super, dass der Chat da ist. Ich liebe diesen Chat. Ja. So, wo ist er? Oh, hier im Turret kann man sogar, von der Carrick kann man sogar in die Außenansicht gehen. Ah ja, habe ich ja eben schon gemacht. Ja, die schießen echt auf uns, ne? Haben wir so wahrscheinlich einmal wahrscheinlich getroffen. Wahrscheinlich einen Streifschuss abgegeben oder so. Ja, ja, wahrscheinlich. Wo ist er denn jetzt hier? Der Index ist auch wieder im Discord. Ja, ich weiß, ich versuche nur, ich suche nur gerade hier Citgo Live. Wo ist denn das? Hä? Hä? Also das sind aber schlechte Schützen. Jetzt ist Ragon auch wieder raus. So, ich würde sagen, wir fliegen jetzt wieder zurück nach PO und starten dann unsere dritte Aktion. Okay. Wo soll es da hingehen? Da werden wir erstmal zu einer Mining Facility fliegen. Weil auf jeden Fall brauchen wir Fahrzeuge. Weil wir könnten auch gleich mit der Carrack dorthin. Ja, wir brauchen aber kleinere Jäger, also wir brauchen kleinere Schiffe. Ja. Gut, okay. Und eine Cutlass Red. Ja, gut. Nee, wenn wir die Carrack haben, dann brauchen wir keine Cutlass Red. Ja, stimmt, aber die kleinen Schiffe brauchen wir trotzdem noch. Ja, ja, dann stimmt. Dann übernehme ich den Flug der Carrack und ihr verortet euch dann bei mir. Und die anderen nehmen die kleinen Schiffe dann. Genau, und wir müssen mal gucken, weil wenn die, wenn wir draufgehen und zu zweit sterben, weiß ich nicht, ob das funktioniert mit einem Bett. Wenn wir da beide verortet sind, weißt du? Das hat ja mal funktioniert mit so einem Kö, aber da ist eine Red, glaube ich, ein bisschen sicherer, aber ja, der Cut des Red ist jetzt sogar so, wenn du dich in einem Bett verortest und das ist besetzt, dann landest du im anderen Bett. Ja, genau. Na gut, dann ich kann auch die Cutlass Red nehmen. Kein Problem, habe ich ja auch. Noch eine kleine Sache, ich hatte gerade einen Game Crash. Ja, okay. Also bist du raus, ja? Ja. Ja, ich komme wahrscheinlich gleich wieder rein durch Recovern, hoffe ich. Okay, sag Bescheid und dann kriegen wir das irgendwie hin. Ja, hab gerade recovered. Okay, super. Und Index, du, bei dir war auch Totalabsturz, oder? Nee, Discord ist abgestürzt und ich bin kurz ins Menü geflogen und dann bin ich zurückgekommen und ich war auch immer noch in der Gruppe, aber mir hat keiner geantwortet. Okay. Ah, okay. Und dann bin ich aus der Gruppe raus und ich war immer noch auf dem gleichen Server und irgendwie, ja, Kommunikation war halt. Lost in Space. Ja, ja. Also bei mir hat Discord gerade auch da immer verabschiedet, einfach mal so. Ich habe es mal komplett neu gestartet, ich hoffe es bleibt. Was ist denn los heute? So, wir nehmen uns jetzt, Space, du nimmst dir eine Red. Ja. Und alle anderen nehmen sich leichte Fighter. Gladius, Arrow, meinetwegen auch eine Aurora, ne? Ja, weil keinen leichten Fighter hat. Ich habe eine Gladius, eine Saber und eine Banu. Banu hätte ich auch. Ja, Banu mal lieber nicht. Banu ist ein leichter Reiter. Ja, könnte auch eine Banu nehmen. Ist ja jetzt erstmal nur ein Test. Ne? So, Freunde, wir werden nämlich jetzt die Ballista testen. Na, die haben wir ja lange außen vor gelassen, weil sie einfach nicht funktioniert hat. Die werden wir jetzt einfach mal wieder testen, wie die so ist. Und die werden wir uns aufstellen und dann werden einfach ein paar leichte Fighter drüber ballern. Und dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie
anaimen können, ob das irgendwie funktioniert mit dem Turret. Ne? Und es sind ja zwei Turrets in dem Sinne. Eins schießt die Raketen ab und das andere Turret ist ja auch noch irgendwie mit irgendwelchen Waffen dran. Mit Gatlings, genau. Na, schauen wir mal. Bin gespannt. Gut. So, Alter, wir sind gelandet. Sehr gut. That will be nice. Sitko, wenn du kommst, kannst du mit dem Fahrstuhl fahren oder fliegst du mit dem Schiff? Ich fliege auch mit einem Fighter. Cool. Ne, obwohl, ich könnte ja theoretisch auch gleich wieder die M50 nehmen, aber nee, komm. Wurst. So, ich verdurste ich gleich. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, ob ich jetzt was trinken kann. Das hat nämlich vorher nicht funktioniert. Ich habe komischerweise noch nicht mal eine Anzeige. Ich auch nicht. Ich habe nicht mal eine Sauerstoffanzeige. Irgendwie habe ich gerade auch keinen Ton mehr. Der Ton hat sich schon wieder verabschiedet bei mir. Du kannst mal versuchen, die Soundquelle zu ändern. Die Sound was? Die Soundquelle. Unter Windows. Manchmal. Ja. Kannst du auf Kopfhörer umstellen oder auf normale Lautsprecher? Dann müsste ich aber jetzt raus. Ja, wenn das nicht hilft, bleibt dir nur ein Spielneustart. Ja, ne? Du hast nur die zwei Möglichkeiten. Gut, dann werde ich das gleich mal versuchen. Ja, aber ohne Sound bringt das auch nichts mit der... Nee, das bringt nichts. Sound muss schon sein. Ja. Das ist komisch, das verabschiedet sich manchmal, ne? Ja, macht das manchmal. Ich glaube, das ist aber irgendwie Konflikt mit Windows oder so. Dass ja da die falsche Quelle ansteuert. Das heißt, könnte sein, dass wir gleich den Server nochmal wechseln, oder was? Könnte sein, ja. Ich versuche das erstmal ganz kurz und dann... Dann werde ich jetzt hier auch kein Schiff spawnen. Alles nee, klar. Dann ich claime alles. Gut, Freunde, dann sehen wir uns an dieser Stelle gleich wieder. Also, bis gleich. So, Freunde, wir sind im Anflug auf Jela beim Deacon Research Outpost. Da ist er schon. Sollen wir noch eine Ehrenrunde drehen hier. Und da werden wir uns jetzt eine Ballista schnappen und dann werden wir die mal testen. So, wir haben uns ein bisschen hier, hat ein bisschen lange gedauert, bis das alles funktioniert hat. Wir sind auch nicht sicher, ob das jetzt ein Sonnenaufgang oder ein Untergang ist. Wahrscheinlich ist es ein Untergang, ein kompletter. Ne, wir hatten nämlich auch schon wieder ein paar 30.000er oder, ja, zwei hatten wir, ne? Oder eineinhalb, einem Ansatz. So, und genau, mal gucken, ob das jetzt klappt. Wenn die Sonne jetzt weggeht, dann ballert die Balliste halt im Dunkeln. Ist auch nicht schlimm. Sie gut. Geht gerade unter. Geht unter, meinst du? Ja. Okay, dann ist das so. Ne, dann muss ja auch im Dunkeln funktionieren, das Ganze. Das sieht bestimmt auch gut aus. Eben. So, ich bin da. So, dann würde ich meine Ballista rufen. Wir verorten uns natürlich vorher in der Red. Lass uns mal versuchen, alle hier in der Nähe so von diesen Vehicle-Spawn-Feldern zu landen. Dann müssen wir nicht... Ja, aber geh etwas auf Abstand, da wird dann gern mal dein Schiff gestort bei der Entfernung. Echt? Alles klar. Ja. Der Tipp. Erst wo ist gerade, wo ich gerade bin. Sollte passen. So. Ja, die Gladiusse, die bouncen gerade so ein bisschen, ne? Das ist irgendwie so deren Ding gerade. Sind alle so kleine Lowrider. Die sind wahrscheinlich Modelle aus Mexiko. Freuen sich alle. So. Der Ragon hat die Cutlass Red, aber du holst gerade noch den Index ab, ne? Ja, bis auf den Namen. Das ist richtig. I'm on board. Ich möchte jetzt mal behaupten, es ist eigentlich ziemlich geil, dass es gerade dunkel ist, wegen den neuen Lichteffekten. Ich glaube auch. Wir die gerade, es sieht mega geil aus, der Landeplatz hier mit den Lichtern, wo ich jetzt rangeflogen bin. Mega. So, Index, du kannst umsteigen. So, wir rufen jetzt schon mal eine Ballista und dann werden wir erstmal anfangen zu testen.
Genug Schiffe haben wir jetzt. Ich denke mal, wir werden mit der Ballista jetzt nicht auch nicht gleich alles platt machen. Ne? Die Schiffe, die vorbeifliegen, die werden auch erstmal nicht großartig ballern. Also wir versuchen erstmal mit der Ballista so ein bisschen das auszuprobieren. Wenn wir merken, yo, das funktioniert relativ gut, dann kriegen die einen Startschuss und dann wird mal so ein bisschen gekämpft. Also, wo ist er? Die Ballista. N will Ballista bei A. So, wo ist er? Da. Also, ich stelle mich dann bereit zum Abschieß geschossen werden, zum Schauen, wie das alles aussieht. Na gut, dann werden wir aber dich zum erzählen. Schluss. Na zum Schluss. dann kann ich noch ein bisschen zuschauen. So, irgendwann soll es ja auch möglich sein, dass Raketen auf Planeten oder Monde sogar über Berge und Täler fliegen, ja. Geil. Aber das geht im Moment noch nicht. So, da ist er, die Ballista. Und ich muss auch echt sagen, ich habe die nie wieder gespawnt seit unserer letzten Aktion damals mit Händchen-Pharao. So lange ist das her. Ja, manchmal vergisst man halt Sachen, ne? Ja, wenn sie nicht funktionieren, also wenn sie unbrauchbar sind, dann was willst du damit, ne? Genau. Aber wer weiß, vielleicht ist es jetzt ja wieder geil. Wow. Okay. So, ich glaube, der Knopf war hier drin irgendwo, ne? Da, genau. So, hier ist das eine Turret, ne? Hier hinten. Da also steigen wir dann gleich weiter, rein. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber das Schiff von Index ist gerade in mich reingeflogen und explodiert. Oh. No. Das ist schlecht. Hä? Ich habe aber keine Ahnung. Index redet auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Ich bin nur eingestiegen. Er sagt, er redet. Na gut. Ich fliege erstmal kurz nach Port Olisa und repariere mich. Na gut. Ich bin eingestiegen und auf einmal hat sich alles gedreht und dann hat es eine Explosion gegeben und jetzt bin ich auch in Port Olisa. Also ich muss sagen, das Einstiegen im luftleeren Raum ist sehr schwierig im Moment. Das hat mich auch ein Problem. Irgendwie funktioniert das nicht mehr so richtig. Also von der Zero Gravity auf die Gravity reinzukommen. Ja, ich würde mit der Ballista jetzt schon mal einfach in Richtung waffenfreie Zone fahren. Ja, mach das. Nur dann. Ich schnapp mir Index, da habe ich das Schiff. So, soll ich mal Licht anmachen hier? Ich gebe dir ein bisschen Licht. Achso, du machst es. Okay. Ja. Ah, wir haben. Das ist jetzt aber mein Licht hier, glaube ich, ne? Was ich jetzt anhabe, oder? Warte, ich mach meins mal aus. Ja. So, ist doch super, hier kommen wir doch gut voran. Schon ein geiles Fahrzeug, das Jan Miller beließt. Das ist auch jetzt echt wirklich Top-Geschwindigkeit. Weißt du, was cool wäre? Die noch mit Ketten. Die was? Mit Ketten. Ja. Das wäre noch cool. Oh, das klingt wie du fährst. Das rumpelt richtig. So, Index, dein Strut, Landing Pad 1. Ich muss irgendwie kurz was umstellen, weil irgendwie ist das so, dass ich anstatt zu lenken die Kamera drehe. Y ist das bei mir manchmal. Ja, aber es ist trotzdem. Geht nicht weg. Yeah. Dann ist es vielleicht Z bei dir, weil Tastaturlayout macht einen Unterschied. Nee, Z ist aussteigen. Nee, ich glaube, das ist einfach falsch belegt. Ja. Also ganz kurz hier in die Optionen gehen. Zack, und das ist dann bei Vehicle, ne? Vehicle, Ground Vehicle, Movement. Das hat sich jetzt einfach umgestellt bei dir. Das ist halt PTU, ne? Das kann sein, dass es einfach nicht richtig eingestellt ist. Ja, das gleiche war bei mir vorhin mit den Hotes. So, hier Drive, das ist Turn Left Right. Das müsste der hier sein, das ist eigentlich richtig. Und es muss aber, das muss halt weg. Yes. So.
Das ist alles in Ordnung. Das ist eigentlich auch in Ordnung. Jetzt muss nur noch dieses... So, wenn es jetzt nicht geht, dann mache ich das einfach mit Maus und Tastatur. Naja, komm, mache ich jetzt. Ist egal. So. Zack. Meine bounce doch. Wissen. Weit es neu ist. Ah, ich bin schon lange aus der waffenfreien Zone, siehst du? Das passt dann. So, stellen wir uns hier mal hin. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Schon mal hier. Also, mal schauen hier. Open Exterior, Press Unlock. Das brauchen wir alles nicht. Hier, Enter Remote Turret. Ne? So, das sieht doch schon mal geil aus. Funktioniert auch alles. Sehr cool. Ist auf jeden Fall der gleiche Turret wie auch bei den anderen, wie bei den Schiffen. Nur der Gyro-Mod ist jetzt wahrscheinlich Quatsch. Braucht jetzt kein Mensch. Ja, wer weiß, bei der Bewegung des Fahrzeugs? Ist ja keine, weil du sitzt ja als Pilot vorne im Turret. Außer einer schiebt hinten an, dann... Achso, okay, die kann ich gleichzeitig fahren und... Genau. Ja, und wir haben halt eine Ausrichtung. Achso, nach außen können wir nicht gehen. Alles klar. Das ging aber, glaube ich, vorher schon nicht. So, aufschalten geht genau so. Ja, sehr geil. Das funktioniert auf jeden Fall so. Dann werden wir nochmal gleich kurz den hinteren testen. Einfach mal, weil ich neugierig bin und sehen will, wie es aussieht. Ich bin vor dir, wenn du mich anvisieren möchtest. Ja, habe ich gerade schon mit dem einen gemacht. Hast du es nicht gemerkt, doch, ne? Nein, mach's nochmal. Ich war in draußen Perspektive. Ach so, okay. Ich mache das gleich nochmal mit dem hinteren Turret nochmal. Das ist jetzt der Missile Turret. Ich kann euch auch gerade im Moment gar nicht sagen, was die Ballista überhaupt für Größen dran hat. Ja, ist aber genau das gleiche. Richtig cool. So, obwohl ich dich jetzt nicht aufschalten kann. Jetzt ist doch ein bisschen weg. Es kann aber sein, dass ich das... warte mal. Dass ich das anmachen muss, das Ding. Es kann sein, dass... Reckon, das nicht... Ah, ich hab den, glaube ich, nicht angemacht. Ich muss den erstmal anmachen hier. Ach so. So. Nein, nichts. Ihn anvisieren, also dich. Ja, jetzt geht's. Geil. Achso, das Wort ist ja fein. Das wird so gut, Freunde. Wer ist jetzt eigentlich mit mir hier in der Ballista? Keiner. Nee, ne? Ich brauche nur einen. Ist ganz so, alleine. Ragon, du... Ach nee, nicht Ragon, Space. Du landest erstmal mit deiner Red, ne? Damit wir uns verorten können. Ja, das soll doch Index hinterkommen, oder? Ja, dann ist die Katze dabei. Der ist mit der Kante jetzt los. Genau, einer müsste auch mich zu mir kommen hier mit, also der Space mit der Red, damit ich den kurz mich verorten kann. Ich bin schon gleich da. Gleich ja, super. Ist Farao eigentlich noch da? Ja, aber der ist jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger, weil wahrscheinlich genug Leute reden. Ich bin noch da, ich bin aber auch mit diesem Bug gesegnet und wollte euch da jetzt nicht noch mehr Arbeit machen als nötig. Macht ihr mal euer Zeug, alles gut. Okay. Mach einfach mal die Gruppe verlassen. Ja, ich versuch's mal. Ich versuch mal. So, Red landet. So, Space, du kommst zu mir, ja? Warte. Also, ich bin zu Fuß unterwegs, ich würde sonst ewig laufen, glaube ich, bis zu dir. Wäre ganz gut, wenn du einmal zu mir kommen würdest. Ja, es sieht von oben so kurz aus jetzt. Achso. Die Ballista, da machen wir natürlich nachher noch das Licht aus, ne, ist ja klar. Aber ich denke mal, wenn die Raumschiffe uns anvisieren können, dann macht das Licht auch nichts. Das ist nur, wenn man wirklich ein bisschen auf Sneaken aus ist, wenn man halt keiner weiß, wo man steckt, ja. Wenn man auch keine Namen sieht, dann macht das natürlich wirklich Sinn, das Licht auszuhaben. Aber so in dem Fall ist es erstmal egal.
Die Titan noch landen. Gut, ich bin verortet. So, und einer, wie gesagt, könnte noch mit in die Ballista kommen, weil wir wollen ja das Ding in voller Pracht testen. Soll ich? Wenn du möchtest, klar. Gerne. Ich lande. So, da hinten, das müsste die Station sein, die wir dann noch sehen. Mhm. Ja, mit dem Pfeil. Ich habe gesehen, dass die Station in der Nähe ist noch. Achtung, ich lande hier unter dir gerade. Stopp, 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 stopp! Nein! Sorry, Leute! Was macht ihr denn für Sachen? es gibt sowas wie die, den Speed Limiter übrigens, den kann man so ein bisschen so runterdrehen. Ich konnte nicht bremsen, weil es gerollt ist auf den Rollen. So, dafür schieße ich sofort dein Schiff ab. Nee, du bist ja jetzt hier. Aber bitte fliegst mal weiter weg, weil ich glaube, da wo es jetzt steht, ist es ein bisschen im Weg. Mhm. Dann ist sie da. So, dann werde ich auf jeden Fall erstmal den Raketenturm testen, weil der ist natürlich am spannendsten von allen. So, muss noch jemand in the Red rein? Und ihr dürft keine Flares benutzen. Doch, dürft ihr natürlich. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht beschädigt. Das hoffe ich auch. Nein, ich weiß es aber nicht, ich sehe es gerade nicht. Ich schaue euch. 99,98%. 0,2%. Von außen sehe ich nichts. Das wundert mich ein bisschen, dass ich mit dem Turm, mit dem Raketenturm euch genauso aufschalten kann wie mit einem Gatling oder mit einem anderen Turm. Also es ist jetzt nicht so wie mit Raketen. So, weißt du, so, dass man zum... Achso, du meinst wie beim Schiff die Raketen? Genau. Das wundert mich ein bisschen. Und man kann auch wirklich nicht auf den Boden gehen. Man kann nicht tiefer gehen als diese Grenze jetzt hier. Also wenn jetzt irgendwas auf dem Boden stehen würde, könnte ich das jetzt nicht anvisieren. Das ist also tiefer wie das hier komme ich jetzt nicht. Also Schiffe am Boden kannst du gar nicht anvisieren. Space Dog, nee, dich zum Beispiel könnte ich jetzt nicht treffen. Du bist zu tief. Also okay. ich kann zwar die Red anvisieren, aber ich weiß nicht, ob die schießen würde. Ja, tief der Linie Wurzeln. Ist, glaube ich, auch zu nah dran. Gut, wer ist jetzt oben in Schiffen? Also, Ragon, du bist oben in Schiff. Genau. Dann haben wir noch wen? Ich bin in der Cutlass Black. Du bist in der Cutlass Black. Ah ja, das sehe ich auch, genau. Gut, dann flieg mal erstmal auf einen Punkt. Ich könnte theoretisch ja die Red stehen lassen und Genau, mach das mal. Mach das mal. Ich würze aber. Flieg ich die bloß mal weiter weg. Flieg die mal zurück zur Station und steig dann da in die Gladius, die da steht, oder in ein anderes Schiff. Und dann legen wir los. Weil wenn wir hier drauf gehen mit der Ballista, dann müssen wir eh eine neue holen. Ja. Ne? Und müssen wir eh dahin. Da bin ich gespannt. Das Lustige, so als Nebenbei-Information, ist, dass viele ballistische Flakgeschütze die Funktion, auf den Boden zu feuern, verboten bekommen haben aufgrund der Genfer Konvention. Echt? Ja, weil Sprengbrandgeschosse sind halt widerlich für Bodentruppen. Aber da gab es die Venduls ja noch nicht. Ja, wie funktioniert das mit dem Anvisieren hier? Du Check musst genauso wie in Schiffen. Irgendwie klappt das nicht wirklich. Du musst mal deine Keybindings durchgucken. Genau, ich sag dir das mal kurz. Du musst praktisch Moment. Du hast ja die gleichen Hotest wie ich. Du brauchst unten 16.000 Lock Select Target. Das ist der, den du brauchst. Okay. Ich glaube, der ist standardmäßig gar nicht belegt, wenn ich mich. Ich glaube auch. Also wahrscheinlich geht es auch irgendwie anders, aber den benutze ich, weil ich, was ich sehe, das locke ich dann. Ja. Und was es dann auch noch gibt, ich hoffe, das kommt wieder rein, das haben sie, glaube ich, rausgenommen, wenn ich mich nicht irre, ist Lock Nearest Target. Gibt
gibt's glaube ich nicht, aber es gibt dafür Attack, also der Gegner, der dich am wo ist der? Attackiert. Kannst du mir nochmal sagen, wie das heißt? Das müsste 4 sein. Das ist unter diesem zweiten Targeting-Menü sozusagen, bei Cycling. Ja. Gibt's dann Punkt, einmal gibt's feindlich und dann gibt's nochmal Attack. Ah ja, Attacker. Attacker Forward. Ja. Ah ja, okay, das ist cool. Das wird so eine ähnliche Funktion sein wie Nierste, weil der dich attackiert, ist halt der, der am nächsten dran ja, ist. Das wie gut. Hat das nochmal geheißen? Du brauchst, unter Flight Targeting brauchst du praktisch Lock Select Target. Das ist so mit das kürzeste mit, was da steht. Ne, da sind ja echt die ganzen Pins und dann. Ja. Genau. Musst aber nochmal gucken, ob das unten bei Vehicles auch nochmal extra angestellt werden muss. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist 1 mittlerweile. Macht ja auch Sinn. Ja, sieht so aus. Okay. So, und dann kannst du die so aufschalten. Rundenfahrzeuge nicht ein bisschen. Yes, jetzt geht's. Thanks, Leute. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Was machen wir jetzt? Wir versuchen jetzt die Schiffe da oben zu treffen. Und die Schiffe fliegen, ihr fliegt einfach erstmal nur rum. Ja, so ein bisschen über uns rüber, Kurven, wie auch immer. Erstmal nicht ballern. Und wir versuchen erstmal, was passiert, bevor wir jetzt wirklich Gegenwehr kriegen. Und bitte nicht zu tief, sonst können wir nicht anvisieren oder genau. Treffen. Also dann würden wir loslegen, ne? Einfach nur fliegen, copy that. Genau. So, mal gucken. Wir werden jetzt auch nicht voll drauf ballern. So, also mit den Missiles kann ich jetzt zum Beispiel schon mal nichts machen. Ah ja, jetzt geht's. Ja, jetzt kann ich aufschalten. Eine Rakete reicht auch, gell? ja. Oha. Oh, das sind zwei. Zwei, ja, das waren zwei. Aber ich wollte nur eine. Schläg. Flieg, Ragon, flieg! Ja, es gibt leider den Pakt, die M-Rakete. Wie die nachgeht, lol. Oh, immer noch. Ich kann es immer noch sehen. Immer noch. Jetzt ist sie weg. So, nein, die sind doch hinter mir her. So, ich probier. Die war ziemlich weit nachgeflogen, muss ich sagen. Space Tucker, bist du abgestürzt oder was? Ja, er hat leider bei mir die Triebwerke abgeschaltet. Also das automatische Ziel? Stimmt, das funktioniert. So, ich muss aber immer erst antargeten, bevor ich eine Rakete locken kann. Ne? Also man muss wirklich das Ziel erst antargeten und dann kannst du eine Rakete locken. So, Index, du hast dich doch in der Red verortet, oder? Nein, habe ich nicht. Ich bin nur in der Black. Okay, jetzt bist du zum Beispiel zu weit weg. Das heißt also, jetzt ist das automatisch weg. Aber Regen kommt wieder? Ja, ich komme gerade zurück. Ich musste 40 Kilometer fliegen, um den Raketen zu kommen. Könnte sich den Text in der Zeit verorten oder ich gehe mich verorten. Hast du mal Black... Hast du dich auch nicht verortet? Nein, aber das kann ich ja gleich, wenn ich dann mal aussteige, weißt du, am Schluss. Ja, ja, aber dann bist du ja tot. Dann brauchst du dich auch nicht mehr verorten. Wo ja. Seid ihr denn jetzt genau, bitte, ja? Jeder, warte, ich sag's dir. Deacon, Research Outpost. Richtig. Research Outpost, okay. Mit der Ballista sterb ich ja nicht, oder? Noch nicht. Nee, wenn die gleich angreifen, aber vielleicht schon. Okay, dann mach ich das jetzt. Hast du schon einmal versucht zu schießen? Ja. Okay, und funktioniert das, oder ist das eher relativ schlecht, dass man die trifft? Man muss schon so wirklich ein bisschen gut zielen, dass es dann wirklich automatisch zielt auch. Okay. Gut, also dann würde ich sagen, machen wir es jetzt also so. Irgendjemand hat mir beide Flügel weggeschossen, ich weiß nicht wer. Ja, das war ich. So schlecht ist das Ziel nicht. Ah ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal Feuer frei, oder? Warte noch. Auf was? Ich geh mich jetzt verorten, ganz gut. Ach so, ne? Ah, im falschen Schiff, lol. Aber ja, die Red ist hier nicht, weg. Ne? Also ja, sie ist ja weg. Egal, dann sterbe ich. Ja, du stirbst jetzt. Los. Also wir dürfen noch abballern, oder? Wer sich jetzt nicht verortet hat, stirbt. So, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Dann schauen wir mal, was die Ballista jetzt so drauf hat. Dürfen wir auf die Ballista schießen? Ihr dürft jetzt auf die Ballista schießen.
Seid ihr alle ready? No. Ich würde dann die Titan nehmen, die noch bei euch rumsteht. Dann los. So, du musst natürlich versuchen, das Geschütz muss natürlich die Schiffe anvisieren, die versuchen auf uns zu ballern, die natürlich am, die stehen. Ne, das, du musst versuchen, genau, die wegzumachen. Und, was eingesteckt, Index? Ja, einiges. Und das Geile okay, ist halt jetzt, die Ballista kann jetzt wirklich die anderen Schiffe auf Abstand halten. Ne? Du kannst wirklich dafür sorgen, dass du hier deine Ruhe hast. Yes. Das liegt aber nicht nur an der Ballista und an den Turrets, sondern liegt jetzt auch an dem neuen Flugmodell. Ne? Ja, also auf einem Mond oder ich meine jetzt auf einem Planeten, wenn ich da wäre, hätte ich die mit jetzt locker abgeschossen. Hier auf Kinder kann ich noch voll. Nimm das, mein Freund! Wow. Das war's. Bist du explodiert? No, ja, das ich bin explodiert. Sauber. Krass. Danke, Index, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Das war cool. Danke vielmals. Und wir sehen. Ich habe einfach mal so einen stinknormalen Parabelflug probiert und am Anfang hat es noch gut funktioniert mit dem Gegenfeuer und dann wurde ich locker aufgeschaltet. Ja, wir sehen, dass auch die Ballista gar nicht mehr so schlecht ist. Ne? Ich komme wieder, gell? So, jetzt kommt da ein Ursa-Rover. Das ist bestimmt der Pharao, ne? Nee, das bin ich. Also. Das war zu weit zu laufen. Siehst du, und da seht ihr jetzt, den können wir jetzt nicht anvisieren. Na, warte, ich versuch das mal. Oh. Schnell. Erwidern, Feuer erwidern. Oh, das ist nicht so einfach. Oh. Komm, schieß! Ja, versuch's. Nimm das, mein Freund! Das ist echt einfach. Los, verfolge sie! Aber ich habe ihn ziemlich zugesetzt, oder? Nein. Scheiße, du bist zu weit weg. Oh, die Rakete ist zu. Nein, hat sie dich erwischt? Rakete ist schon weg. Nein. Der fliegt echt gut, der Ray. Oh, das ist wieder ein. Oh nein, da kommt schon wieder eins. Die Raketen fliegen nicht 1000 Meter pro Sekunde, da kann ich die, ab der. Kommt die Garde nicht länger. Ah, er müsste so ein bisschen. Mit dem Aufschalten ist noch nicht so hundertprozentig geil. Ja, ihr müsst mögen. Also, wenn ich sehr nah bin, müsst ihr abfeuern. Ja, ja. Aber das Aufschalten dauert halt so lange, ne? Ich habe auch keinen Radar leider, was ich ein bisschen schade finde. Die Frage hat eigentlich meine Rakete. Einfach mal die einfache Parabelflüge. Nee. Was? Parabelflüge? Einfache Parabelflüge, um das Ganze zu demonstrieren, wie das aussehen könnte. So wie ich das gemacht habe. So einfach. Von oben runterstürzen und dann wieder nach oben weggleiten. Das Problem ist jetzt nur, dass, wie du gerade schon sagst, man hat halt kein Radar, ne? Das wäre halt geil, wenn man das noch hätte. Ja, das wäre super. Irgendwo so links unten angezeigt, ein kleines Radar. Lol, wo zielt denn der hin? Also, wo schießt denn das hin? Oh, hörst du das, Sitko? Nee, was denn? Eine Alarmsirene ist angegangen, aber sie ist jetzt wieder aus. Lol. Nee, hab ich nicht gehört. Die Ballista hat echt den extremen Vorteil, kann man erst auf vielleicht 2 Kilometer aufschalten oder so. Die hab ich jetzt im Target, glaube ich. Hast du aufgeschalten, Sitko? Ja. Das hat bei mir auch gleich. Das ist halt doof. Wenn die Rakete erst hinterher muss, ist das schon doof, ne? Aber die kriegt dich, die kriegt dich! Nein, wenn du wieder auf Vollspeed. Sieht so geil aus. Mach das nicht! Geh nicht auf Vollspeed! Nein, klar, mach das. Ne, die muss halt einfach vorher, ne? Das Aufschalten der Rakete dauert einfach noch zu lange. Ich hab dich im Visier, dann fängt an, irgendwann dieser rote Kreis an zu eiern, ja? Dann ist er irgendwann da, dann dauert das noch ewig, bis die Rakete abschießt und dann bist du vorbei. Das ist unfair, Faromi. Ich kann dich nicht anvisieren. Aber ich? Oh, er startet. Ja, aber wenn die Ballista aus dem Hinterhalt
zuschlägt, dann kriegst du das ja nicht mit. Ja, das stimmt. Genau, also wenn ich eure Marke jetzt nicht sehen würde, dann müsste ich so ihr Schuss, mein Freund. Dann wäre es wesentlich schwieriger. Oh, schön. Was, das war's? Wo bist du? Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Station hast wie... V, haben wir die erwischt? Nein. Bist du denn hin? Die Piraten wollen das verteidigen. Wo bin ich denn hin? Ja, ich bin verschwunden. Schiffe abschießen. Er ist in den Hyperraum übergangen. So, warte mal, lasst mal Feuer kurz einstellen. Weil wir, die Raketen sind jetzt leer. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie von außen die Ballista wunderschön in die Luft geht und dann holen wir uns eine neue. Yes. Oder wir munitionieren die auf. Das können wir natürlich auch machen. Können wir mal versuchen. Na gut, ich bin ja schnell wieder auf dem Fotolisar. Dann kann ich das mal gucken. Ja, dann machen wir das. Dann munitionieren wir die kurz auf. Kann dann, ich mich verorten, theoretisch? Dann müsstest du kurz aus dem Sitz aussteigen, aus dem Turret, damit wir wieder zurückfahren können. Oder du fährst zurück, mir egal. Okay. Aber du weißt, glaube ich, nicht, wo es ist. Na ja, lass mich mal zurückfahren. Ich weiß schon, wo es ist. Nein, du kannst es aber nicht. Nein, mach du los. Fahr. Willst du, Sintgol? Kannst du gerne. Willst du? Ich nee, fahr mal. Auf. Fahr, los. Jetzt bin ich schon noch was dahin. Dann mach ich das jetzt. Ja, du bist der Chef. Du machst die Tür zu. Du bist der Türmensch. Okay. Das mache ich gerne für dich. Gerade. Wenn ihr mein Schiff seht, ich schaue genau auf den Außenposten. Aber das geht nicht. Du musst den Knopf nehmen. Ach so. Da ist so ein Knopf. Knopf. Hast du ihn? Jo. Tür ist aber immer noch auf. Hä? Tür ist immer noch auf. Ja, aber bei mir nicht. Bei mir ist zu. Oh, dann ist er zu. Das ist ein Bug. Drin zischt es überall und funkt. Also Robo war kurz auf dem Weg gefahren. Gnadenlos überfahren. Also du warst ja nicht mehr drin, oder? Space Talk kann man das nochmal an. Aber die Ballista hat, glaube ich, noch gar nicht so viel abgekriegt, so wie es aussieht. Die ist zwar so ein bisschen am Funkeln drinnen. Ganz leicht. Aber so wie da schon draufgeballert wurde, muss ich sagen, hätte ich da Schlimmeres erwartet. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Warte drauf, ist weg. Merkt ihr das, wenn ich euch anvisiere? Ja. Das sind so Chicago-Wände. Target unter Reticle. Ja, ich hab nämlich noch gar nicht einstellen. Warte, dann muss ich das noch. Aber ist standardmäßig T normalerweise? Ja, das hab ich bei mir wieder auf Scheinwerfer umgestellt. Ziemlich geiles Schiff, Fado, muss ich sagen. Diese Dinger, ne? Schaffst du's? Ja, ja, irgendwie schon. Immer diese Leuchteteile da, die anscheinend Kollision. Nee, aus dem Material bestehen wie das Schild von Captain America. Iridium, nein, nicht Iridium. Vibranium, hat er schon gesagt. Vibranium, ja. Da hab ich nicht gehört. Mhm. Wendekreis, ne? Panzer. So, ich glaube, ich will da aber auch jetzt nicht rückwärts drauf fahren. Das Lustige ist, Leute sagen immer Wendekreis wie Panzer, aber Panzer hat einen Wendekreis von Null. Ja, ja, ne? Stimmt. Wendekreis wie ein Trecker. Der ist wahrscheinlich besser. So. Aber es leuchtet ziemlich grob, dein Schiff. Ach so, warte mal, wir müssen ja eine Landeerlaubnis erbitten, ne? Ja, bitte landen Sie jetzt. So, zack. Da musst du aber vorher, musst du erstmal abheben, bevor du landen darfst. Please proceed to assigned landing bay. Alles klar. Los geht's. Sind eindeutig zu klein, diese Dinger, ey. Gärtige. Hast du eine Einparkerlaubnis gekriegt? Gib Turbo. Ja, jetzt hängen wir hier. Hängen wir hier auf der Kippe. Aha.
Das ist, glaube ich, weil die Tür auf ist. Die Tür muss zu. Du kannst es bestimmt nicht aufmunitionieren. Meinst du nicht? Nein, hau den Turbo rein. Alter, hab ich schon. Nein, hier nicht. Du kannst ich komme jetzt nicht vorwärts und nicht rückwärts, Freunde. Das geht so nicht. Geht's, Anschi. Du legst dir auf diesem Licht auf. Du musst ein bisschen einlenken und hin und her. Nee, ich kann nichts mehr. Genieß das mal. Das ist fast wie auf Glatteis. Du musst einlenken und hin und her. Weißt du Bescheid? Ich rufe jetzt eine andere. Ja, so geht's auch. Ist ja leer, ne? Also. Wow, wie die Texturen vom Boden aussehen, hä? Oh, was war denn jetzt los? Aro, ich sehe dich explodieren. Bist du hin? Ich weiß auch nicht, ich war zu nah dran und jetzt bin ich weg. Leaving a Mystic Zone, jetzt wirre ich hier im All rum. Keine Ahnung. Nee, Pharao, weißt du, was passiert ist? Die Ballista stand auf dem Patent, du hast sie gerammt, praktisch. Deshalb, wo du stürzt, weg ist dort vielleicht. Ah, wegen kriminellen Angelegenheiten. Genau. Nee, gar nichts. Survival estimated 11 Minuten 76 Sekunden. Ich bin irgendwo im All hier oder unten drin oder sonst irgendwas. Sehe ich dich irgendwo? Nein, kannst du ja nicht. Ich bin ja gar nicht da. Ich bin ja gar nicht bei euch. So, wir fahren jetzt wieder an die gleiche Stelle und dann das gleiche nochmal. Nur ja, aber ich müsste ja mit dem Marco, wenn du doch in der Gruppe bist, wenigstens sehen. Nein, ich bin ja nicht mehr in der Gruppe. Ich bin ja rausgegangen. Dann soll ich dich Sitpo nochmal einladen, dann kann ich dich auch gut. Ich bin irgendwo bei minus 157 Grad. Ich weiß ja nicht, wo ich bin. So, Black, du kommst rein und machst die Tür zu. Und dann gehst du hinter den Turret. Uno momento, ich bin gleich. Warte, flieg nicht los, Basehawk, ich will mich verorten. Ich flieg gar nicht. Ach so, du bist gar nicht im Schiff. So, in der Zeit lade ich den Fahrer oben ein. Ja. Dann kann der uns auch wieder finden. Ne? Dann kann ich hier wieder aufstehen. Dann. So, Einladung kommt. Ja. Ich mach mal so ein Ü, mach ich mal hier, ne? Genau. Und wir, würde ich jetzt sagen. Jetzt wird es mir langsam wieder warm. Jetzt wird es mir langsam wieder warm hier. So, also komm circa 80 bis 90 Grad Winkel über euch, also alles gut. Bin gleich da, sieht komm. Jo. Oh, mein Charakter friert. So, und Raketen schießt du ab, indem du. Du musst die Leute halt anvisieren, ne? Wie du auch, wenn du auf sie schießen würdest, und dann musst du halt sie anpinnen, also die Raketen so aufschalten wie in Schiffen. Ah, Mario, ja. Du bist bei PO. Ja, ich musste mich selbst töten, leider. Also so wie das Gatling-Geschoss jetzt eigentlich auch vor dir. Das Gatling-Geschoss. Nee, wie Raketen. Ja, okay. Dann weiß ich ja wie. Du hast ja schon mal Raketen abgeschossen im Schiff, ja. Oder? Genau. Ja, natürlich. Findest du den Eingang nicht? Nein. Andere Seite. No. Geile Tür, aber echt fett. So, bin da. Los? Alles klar. Dann düsen wir wieder aus der waffenfreien Zone. Logisch. Ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht von der Ballista. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Ich habe da Schlimmeres erwartet. Muss ich echt sagen. Also man kann im Allgemeinen jetzt so sagen, dass alle Fahrzeuge und Raumschiffe, die Turrets haben oder irgendwas in der Art, wirklich jetzt auch echt gebraucht, also brauchbar sind. Ne? Muss man wirklich sagen. Ich meine, klar, eine Ballista bleibt halt immer eine Ballista. Ne? Sie ist ein Bodenfahrzeug, das steht da, und wenn da ein ordentliches Schiff kommt, dann kann das auch weggeballert werden. Aber sie hält ordentlich was aus und sie kann auch wirklich eingesetzt werden. Der einzige Wermutstropfen, muss ich sagen, ist halt noch die Geschwindigkeit. Ne, das wirklich bis zum Aufschalten, das dauert wirklich noch ein bisschen zu lange.
Denn wie wir das gerade schon bei Bargon gesehen haben, wenn er erstmal vorbei ist und die Raketen umdrehen müssen, um hinter ihn herzukommen, dann gibt er einfach Gas und dann machen die Raketen gar nichts mehr. Das ist halt so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns wieder bereit. Ich habe gerade ein Problem ein bisschen. Nein, hast du nicht. Also ich bin den gefahren. Anscheinend geht's anpinnen bei mir nicht. Was kannst du nicht? Anpinnen. Das ist das gleiche wie vorhin auch. Target anvisieren und dann. Ich verstehe es nicht, warum es nicht geht. Und auf Ground Vehicle Einstellung habe ich geschaut, dort gibt es die Einstellung nicht mal. Nee, du brauchst sie auch nicht bei Vehicle. Das ist genau das gleiche wie bei Schiffen. Also. Das meine persönliche Einschätzung zur Ballista ist, dass sie genauso funktioniert wie moderne Anti-Lufteinheiten. Sie schaltet sich kurz vorher auf, feuert ihre Raketen ab und schaltet dann das Aktivradar ab, um selber nicht aufgespritzt zu werden. Das sollte das Ziel sein. Ja, wenn das geht, wahrscheinlich aber erst, wenn wirklich die ganze Stealth-Mechanik richtig gut funktioniert, ne? Ja, es ist aber egal, weil momentan ist es halt von der Reichweite so kurz, dass es egal ist, wie weit du weg bist. Ja, okay. Die kann dich sowieso erst ab 2000 Metern aufschalten, wie alles erst ab 2000 Metern funktioniert momentan. Mhm. Moderne Anlagen funktionieren schon viel, viel weiter und das ist halt dem Gameplay geschuldet. Okay. Ja, und die Ballista wurde erst so auf ungefähr 1 Kilometer gesehen. Ja. Ab 1,2 Kilometer und der Marker ist weg. Genau. Ja, und es ist wirklich, also es ist schon cool, würde ich wirklich sagen. Ne? Das ist schon ganz geil. Und man muss ja auch davon ausgehen, oder man kann ja davon ausgehen, wo eine Ballista ist, sind ja auch vielleicht mehrere. Ne? Und dann sieht die Nummer schon wieder ganz anders aus. Ah, schon geil. Bei modernen Sams ist das ungefähr 10 Kilometer. Seid ihr bereit? Nein. Warum nicht? Muss die Tastenbelegung machen zuerst. Also, eine Minute braucht mindestens. Ja, Freunde, das Video wird wieder etwas länger. Da könnt ihr euch bei Black bedanken. Nein, alles gut. Macht das erstmal. Kann es leider nicht sein. Kein Problem. Aber ist auch echt geil, ne? Auch wenn man das jetzt aufschaltet, jetzt sieht man das im Dunkeln mal richtig cool. Dieser rote Strich, man kann wirklich die Flugbahn nachvollziehen. Das sieht schon echt wirklich ziemlich cool aus. Möchte ich sagen. So, was haben wir da oben? Space Looker, der kommt auch noch. Mal schauen, ob es jetzt geht. Ja, es ist halt, wie gesagt, Nein. Mit den Raketen ist das halt ein bisschen anders. Du musst erstmal, musst du das Schiff aufschalten, ja, dass du das als Ziel hast, wie auch wenn du drauf ballern würdest, dass dann dieser runde Kreis kommt. Und dann musst du aber nochmal, dann schießen aber noch nicht die Raketen los. Dann musst du nochmal die Raketen aufschalten. Ich glaube, ich habe einen Bug, weil ich kann hier von 1 bis 6 durchklicken, ich kann R drücken, auf dem Holter jede Taste, es geht nichts, nichts geht. Okay, gut, alles klar, pass auf, wir machen das jetzt so, ihr fliegt einfach jetzt ein bisschen rum und ich versuche euch jetzt hier abzuschießen, mal, einfach nur jetzt mit dem Turret, versuche euch mal ein bisschen zu kriegen und danach steige ich dann wieder in den Turm und dann geht's wieder richtig ab. Alles klar? Okay, dann los. Ich fange jetzt an. So, vielleicht zum Schießen. Wenn ihr merkt, ihr kriegt zu viel Schaden, dann so noch nicht bitte schießen auf die Ballista, weil wir noch keine Raketen haben. Es geht jetzt erstmal nur wirklich darum, wie das Turret so performt. Ragon, was sagst du? Wirst du getroffen oder? Ja, ihr habt fast meinen Creeper beschädigt. Okay, dann lasse ich jetzt erstmal ab, dann gehe ich jetzt mal auf Pharao. Du sagst mir auch nochmal. Also die Geschütze treffen schon relativ gut, muss ich sagen. Pharao, was sagst du? Treffe ich gut, oder? Ist gut, ja. Okay. Nichts haben wir gesehen. Ja, okay, super. Jetzt würde ich sagen, habe ich Pharao eigentlich gut eingeschenkt? Was würdest du sagen, Pharao? Ja, aber bei mir ist noch nichts rot. Okay. Oder mach ich noch mal ein bisschen? Mach noch mal. Was hast du überhaupt für ein Schiff? Eine Cutlass, oder? Nein, ich habe eine Bucanier.
okay. Ja, da würde ich mir halt wünschen, dass in den Turrets, gerade bei solchen Schiffen, da muss halt einfach noch ein bisschen Info rein, ne? Dass man halt noch irgendwie sieht, was ist das für ein Schiff zum Beispiel, ne? Was war das vorhin noch? Das war ja auch, ach genau, dass man halt noch ein Radar hat, dass man wirklich sieht, wer ist denn hinter einem jetzt, ne? Das wäre auch nochmal ganz cool, weil sonst musst du dich einfach immer wild drehen. Nee, aber sonst auf jeden Fall von den Turrets her, muss ich sagen, genauso geil wie alle anderen. Ne? Klar, ich meine, wir haben jetzt hier ein Turret, ne? mit zwei ballistischen Ballermännern dran. Das ist natürlich alleine, dauert das halt ein bisschen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, steige ich jetzt wieder aus, dann tauschen wir wieder die Plätze und dann geht's los. Dann machen wir wieder richtig Rambo-Zambo hier. Ich habe hier einen Fehler wieder mal. Ja. Nicht. Was funktioniert denn? Ich kann sie nicht aufschalten, oder? Ja. Ja, jetzt kommst du mit dieser Information, danke. Ja, wir haben die ganze Zeit gesagt. T ist Unterretikel. Evitagel. Genau. Genau, es hat mich aufgeschaltet. Hast du eine Rakete? Nee, das war ich, tut mir leid. Ich hab dich aufgeschaltet. So, okay. So, Black, du übernimmst jetzt wieder den Turret. Ach so, du hast natürlich auch, du musst das anmachen, das Turret. Ja, du hast das nicht angemacht, du bist gleich in den Remote-Turret gegangen. Deswegen hat auch nichts funktioniert. Ja, ich frage die ganze Zeit, egal. Ist jetzt halt scheiße gelaufen. So, gut, dann legen wir los, oder? Bist du soweit, Black? Bist du ready? Ja. Gut, dann let's go. Jo. Ja, schießbar. Boah. Da sind wir weg. Ach, das war's schon. Okay. Da fliegen die Reifen in alle Richtungen. Freunde, und das soll's auch gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ragon, Space, Black und Index, Pharao. Ich betrachte noch ein bisschen meinen Mund von innen. Ich auch. Das ist deiner Sitko. Also, Freunde, macht es gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.